Jo, da bin ich wieder. Es gab einige Kommentare in der Zwischenzeit und einer davon hat mich daran erinnert, dass ich doch die Monsterfalle noch bauen wollte. Und das stimmt. Das werde ich jetzt also in dieser und den nächsten Folgen machen. Das wird bestimmt abgefahren aussehen. Ich hatte das ja schon mehrmals geplant gehabt in dieser Staffel. Ich hatte es in der letzten Staffel versucht und es hat nicht geklappt. Aber jetzt haben wir wirklich die Situation, wir haben endlos Ressourcen, wir haben absolut keine Probleme von Gegnern. Das heißt, jetzt haben wir auch die Zeit und Muße, das kurz zu machen. Ich werde also brauchen. Erstmal würde ich ganz gerne die Roboter hier wegmachen. Kann ich die irgendwie selbst zerstören oder so? Oder explodieren die jetzt mit einem Herzinfarkt jedes Mal alle paar Sekunden, sobald sie abgelaufen sind? Wahrscheinlich das Letztere. Na gut. Also, für die Monsterfalle brauchen wir Türme. Ich hatte die teuren Türme noch nicht automatisiert, weil sie halt genau das waren. Teuer. Das heißt, ich bräuchte jetzt eine Anlage für... Welche Türme waren das alles? Und welche Türme nutze ich überhaupt? Ah, das ist eine gute Frage. Oh, Tungstenmauern. Ne, Mauern werde ich eigentlich gar nicht brauchen. Konzentrier dich, Gerukun, konzentrier dich. Welche Türme brauche ich? Wenn ich die zu guten Türme nehme, also Silber oder Gold, schießen die ziemlich weit. Müssen sie aber auch, weil sie sollen ja auch die Gegner anlocken. Das stimmt. Und ich sollte einmal komplett mein Inventar leer machen. Wo? Lila Kiste da. So. Tu. Wie ging das nochmal? Oh. Wenigstens alle auf einmal verschwunden. Gott verdammt. Da müssen sie noch dran arbeiten. So. Alles weg, alles rein, alles gut. Ich denke, ich automatisiere einfach mal in Richtung der Silbertürme. Also der Silbertopastürme. Ob ich sie dann später wirklich für die Monsterfarm nutze oder nicht, muss ich dann gucken. So, und das hier kann auch mal raus, raus. Das ganze Mischmasch-Zeug. So, damit ich die Situation auch noch frei habe. Gut. Also, ich hätte gerne hier irgendwo, sagen wir mal hier, fangen wir mit den Turmgeschichten an. Also, erster Schritt sind die ganz normalen Lasertürme. Was war der zweite Schritt? Das waren die blauen, oder? Nimm, 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 nimm. Für die brauchen wir Silver Sapphire. Und für Silver Sapphire brauchen wir Laser-Turrets. Also müssen wir jetzt erstmal nur die Silver Sapphire-Turrets automatisieren. Zink, Silber, Cut Sapphire. Oh Gott. Okay. Cut Sapphire. Silber. Zink. Spricht man Zink eigentlich auf Englisch auch Zink aus? Oder Zink? Zink? Keine Ahnung. Gut. Das, das, das. Hier können wir schon mal einstellen. Bronze. Was? Nein, 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 nein. Stopp, stopp, stopp. Du bist der Falsche. Silber. So. Gold, Batterien und normale Lasertürme brauchen wir noch. Gold, Batterien und die normalen Lasertürme waren hier ein bisschen vermodelt, oder? Ne, da sind sie. Bronze, was auch ich. Genau da. Beschränken auf zwei Stacks. Gottmodul rein. Bessere, schnellere Fabrik. So, so, so. Und dann der nächste Schritt. Also wir haben jetzt Silber Sapphire Tower. Mit den Silber Sapphire Tower können wir die Bronze Topaz Tower bauen. Die brauchen Raw Topaz. Nimm, 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 nimm. Da. Du stell bitte her. Bronze Topaz Tower, dann brauchen wir noch Batterien, Stahlzahnräder. Stahlzahnräder sind hier. Was? Stahlzahnräder sind hier. Batterien. Übrigens, die Vorschläge für die nächste Staffel gehen in Richtung Hardcoreo. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das machen will, weil ich bin eigentlich ziemlich gespannt darauf, wie jetzt das Balancing geworden ist von dem Shadow Modpack mit der Vanilla 12er Version, also mit der neuesten Version von Vanilla Factorio zusammen mit der neuesten Version vom Shadow Modpack, weil es soll sehr balanciert geworden sein. Nicht so abgefahren krank, wie das jetzt hier ist, weil hier ist absolut keine Herausforderung. Ich habe mich während des Let's Plays schon mehrfach zurückgehalten bei vielen Sachen, man hätte alles wesentlich einfacher gestalten können und das soll halt nicht mehr so sein. Und das klingt interessant, weil Herausforderungen schön und gut, also die will ich auf jeden Fall haben, das hätte man bei Hardcoreo ja auch. Aber halt, Kurio sind halt nicht so viele Sachen drin. Das ist extrem wenig Content verglichen mit dem Shadow Modpack
oder auch verglichen mit einem der Mods aus dem Shadow Mod Pack, also mit Bob oder Yuki oder Ditek. Ja, also jeder der drei Mods ist an sich wesentlich größer als Hardcoreo. Hardcoreo macht nur viele Dinge von der Spielmechanik her anders, deswegen ist es auch wieder interessant. Aber so an sich ist halt nicht so viel Content, weswegen ich noch sehr am Hadern bin, was genau ich jetzt mache als nächstes. So, dich beschränken, da. Das heißt, ich bin jetzt effektiv genau da, wo ich am Ende der letzten Staffel auch war. Shadow Mod Pack oder Hardcoreo. Und wie gesagt, hab noch keine Antwort. Erstmal werde ich jetzt hier ein bisschen rumalbern. Werde meine Monsterfarm bauen. Wir versuchen echt nochmal Angriff. Putzig, sehr putzig. Also die Monsterfarm bauen, dann dieses Raketending, das könnte ich auch schon mal bauen. Also die Abschussanlage. Um die Staffel abzuschließen. Natürlich mache ich auch ein Safe Game vor dem Ding. Wo war das überhaupt? Jede Staffel das gleich. Wo versteckt sich das Ding zum Spiel beenden? Ist eine Waffe, oder? Mehr nicht wirklich. Erforscht hatte ich es, richtig? Oder hatte ich nur alle Sachen erforscht bis dahin? Ah, ich habe es noch gar nicht erforscht gehabt, weil ich Rocket Speed zigmal noch erforschen musste. Okay, dann kann das im Hintergrund laufen, das ist okay. So, du brauchst Polished Topaz, Tungsten GOEs, die wir hoffentlich auch irgendwo haben, also automatisiert haben. Keine Diamanten, nein. Ja, deswegen hatte ich es nicht erforscht, weil ich keine, nicht alle drei Sekunden von diesem Tüm-Tüm, von dem Forschungsding überrascht werden wollte. So, Batterien noch. So, dann warte ich kurz, bis die Forschung durch ist, sonst unterbricht mich das wieder. Go. Dann blaue Chips und die Türme von da drüben, die ich mal so weiterreichen kann. Das heißt, wir haben es jetzt so eingestellt, dass jede Fabrik immer das Vorgängerding bekommt. Die sollten dann nicht mehr angefordert werden. Also jede Fabrik bekommt immer ihren Vorgänger. Und jede Fabrik macht auch das Zwischenprodukt in eine extra Kiste, sodass wir später Zugriff auf alle drei Turmarten haben. Das ist gut. Alle sind beschränkt. Alle sind beschränkt. Wir haben jetzt schon 50 Bronzetürme. Das war vor kurzem noch so schwer zu erreichen. Da habe ich mich über 3-4 Türme gefreut. Das ist krank. Einfach nur krank. Und das liegt größtenteils echt an den Gottmodulen. Das ist abgefahren. Aber gut, blaue Chips fehlen noch. Nicht solche Art von Chips. Blaue Chips, so. Gottmodule habt ihr schon. Warum seid ihr so langsam? Ah, weil die Ärmchen. Zip. Weil die Ärmchen so langsam sind. Warum sind da nicht komplett Gottmodul drin? Okay. Du hast kein Eisen. Warum hast du kein Eisen? Ich glaube, es liegt echt daran, dass zu viele Sachen eingelagert werden müssen, die Roboter nicht herkommen. Ich glaube, ich verdoppel einfach mal die Ärmchen und Kisten. Das heißt so und so und dann kopiere ich einfach das nach da und das nach da. So wird alles quasi doppelt angefordert, es wird alles schneller reingelegt. So zumindest der Plan. Silbertopaz. Oh, ich habe die falschen hier gebaut. Nee, kein Gold. Silber. Und Silber braucht natürlich vollkommen andere Sachen. Also sind die beiden Kisten hier für den Hintern. Du, da, dann kopier die mal da und dahin. Was zur Hölle? Warum? Hast du so komische Sachen hier drin? Da auch. Das muss noch abgespeichert gewesen sein von einem Projekt, wo wir dran gearbeitet hatten. Weil das hier ist echt sehr, sehr kurios. Her damit. So, Shift rechts, das würde ich gerne kopieren und hier hin tun. Achso, weil du wieder eine alte Kiste bist. Das ist problematisch, dass die MK0-Kisten nicht Shift rechts klickt werden können und in der MK1-Kiste Shift links geklickt werden kann. Mit Informationen aus der anderen Kiste. Also jetzt Shift rechts, Shift links, Shift links. Gut. So, das kann dann alles weg.
Und du forderst jetzt die Sache an, die das Ding hier braucht. Nämlich Stahl, Weiß, Stahl und Cut. Stahl. Weiß. Stahl. Und Cut. Richtig? Sollte passen, okay. Jetzt kopieren wir das Ganze nochmal. Shift rechts, Shift. Komm, wo ist meine Kiste? Shift links. Und ja, ich bin ein ungeduldiger Despot. Ich habe vor 3 Sekunden eine Kiste angefordert. Wo ist meine Kiste? Und ein Kaffee Latte. Mit Vanille. Und extra Streuseln. So, du. Okay, die ersten Silbertürme kommen auch. Das ist sehr schön. Und wir könnten jetzt das Rocket Fence Teil bauen. Bräuchte 100 Rockets. Also nichts wirklich Dramatisches. Deswegen fordere ich das einfach mal kurz an. Nimm mal die raus und die raus. Fordere 100 Raketen an. Weiße Chips haben wir schon angefordert. Die Module hole ich gleich selber ab. Und wo taucht das Ding jetzt auf? Das Rocket Defense Ding ist hier. Ja, es fehlen nur 50 Dreier Module Speed und Produktivität. Un, deux, trois. Da, 50. So. Richtig? Richtig. Bau mal einen davon. Und es wurde verdoppelt. Sehr schön. Okay, zurück zur Monsterfalle. Wir haben jetzt die Türme, die ich auch gleich mal anfordern sollte. Also ich hätte gerne... Wollen wir gleich auf Gold gehen? Ich meine, komm, wozu haben wir Goldmodule und so weiter gebaut, wenn wir nicht Ressourcen verballern wollen? Ja komm, wir hatten eh schon alles vorbereitet. Mach mal hier zwischen so und so und stell dich mal ein auf Goldtürme. Mach aus dir einen besseren Arm, aus dir einen besseren Arm, so. Woran hapert's? Batterien? Wie jetzt? Achso, weil du keine Batterien angefordert hast. Okay, da habe ich mich verklickt. So, so, so. Okay, jetzt arbeitest du sogar ziemlich schnell. Sachen kommen hier hin. Hollisch Topase. Ich glaube, die Goldtürme brauchten ziemlich viel, ne? Ja, 4 Topase. Okay, das heißt, es könnte ein Problem geben bei der Edelsteinproduktion. Das heißt, wir machen hier mal ein Goldmodul rein. Ah, ein Problem könnte zum Beispiel sein, dass wir nicht genug Edelsteine haben. Also, gar keine Edelsteine. Dann machen wir die hier alle mal zu 5er-Dingern, wo wir gerade hier in der Ecke sind. Oh, die hatten gar keinen drin. So, so. 3er sind fast okay. Ich fordere schon die 5er an, ne? Ja, aber sie kommen nicht. Weil die Edelsteine fehlen. Ich sehe ein Muster. Okay, wo kriegen wir jetzt schnell Edelsteine her? Hier. Habe ich zufällig einen Drill auf Tasche? Guck mal, ob hier irgendwo ein Large Electric Drill MK5 rumliegt. Oder 4. Ehrlich gesagt würde ich auch einen 2er nehmen, weil wenn wir einen 2er hinstellen und den vollbappen mit Goldmodulen, dann ist der so schnell wie ein 10er, den es gar nicht gibt. Nö, anscheinend haben wir keine, okay. Wie ist es mit einem 3er? Komm schon, ich will den nicht jetzt selber bauen müssen. Kommt auch keiner. Ha, alles muss man selber machen. So, also bau den 4er, den setzen wir hier hin. Mit einer roten Kiste einfach irgendwo hier. Goldmodule rein und gut. Dann haben wir genug Edelsteine, mit den Edelsteinen haben wir genug Türme und wir haben genug Goldmodule, um alles andere weiter aufzustufen, damit wir noch mehr Ressourcen bekommen. Mauern brauche ich nicht unbedingt. Das Primeligste wird sein, die Türme so einzustellen, dass sie auf die Gegner schießen, aber nicht auf die Spawner. Stromversorgung. Stromversorgung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also hätten wir ganz gerne davon ein paar. Ja, Rest muss ich gucken. So, wo ist der Drill? Da ist der Drill. So, du. Oh, wir haben keine Goldmodule. Ja, hier nimm die alten Goldmodule erstmal. Solange bis wir genug Edelsteine haben, damit genug 5er-Gottmodule hergestellt werden, damit die 5er-Gottmodule zu mir kommen, damit ich sie wieder hier reintun kann.
Das ist der Plan. Wobei das Ding, glaube ich, gar keine 5er brauche. Nö. Das sollte so schon mehr als genug sein. Noch eine Sache. Wie sieht es aus mit dem Strom? Weil wenn wir jetzt die Monsterfarm bauen, könnte das recht viel Strom kosten. Und es wäre albern, wenn jetzt am Ende nochmal da ein Einbruch kommen würde. Deswegen brauche ich mal davon welche. Also eigentlich brauche ich nur einen einzigen. So. Und davon einen. Und dann die Vorgängermodule. Und dann mache ich das Upgrade-Tool-Dings hier nochmal. Klar mal einen da, Upgrade-Planer. So, ich würde gerne alles hier, glaube ich, wegschmeißen. Nee, das würde ich gerne wegschmeißen, das würde ich gerne wegschmeißen. Das würde ich gerne wegschmeißen, weil die brauchen wir nicht mehr. Aber die anderen Sachen könnten auch ganz praktisch sein. Also ich... Achso,